Es herrscht Krieg zwischen der Menschheit und den Vampiren. Beide Parteien versuchen, die anderen niederzustrecken und die Oberhand zu gewinnen. Doch zwischen ihnen steht eine dritte Partei, die sogenannten Andersdenker, die eine friedliche Koexistenz beider Rassen anstreben. Momo, die Tochter eines Kommandanten, ist eine davon. Eines Tages trifft sie auf die Vampirkönigin Fine und gemeinsam beschließen die beiden Damen, einen Ort namens Paradies zu suchen. Dort soll das friedliche Zusammenleben von Vampiren und Menschen garantiert werden. Während Fine sich vor ihren königlichen Pflichten drückt und Momo vor ihren vom Krieg besessenen Leuten flieht, stellen sich den beiden viele Gefahren in den Weg, die sie nun gemeinsam überwinden müssen. So viel zur Synopsis der Serie, die uns AnySearch mitteilt. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier auf Otaku Explorer. Wer mein Video, meine Favoriten der Spring Season 2022 gesehen hat, der weiß, dass Vampire in the Garden der Titel ist, der mich von der Beschreibung, dem Setting und der im Trailer eingespielten Musik am meisten begeistert hat. Ich bin bei der Serie also von einer kurzen, abgeschlossenen Geschichte ausgegangen, die mehr auf Drama und weniger auf Action ausgelegt ist. Und diese Erwartungshaltung wurde meiner persönlichen Meinung nach zu 100% erfüllt. Dementsprechend kann ich nur lobende Worte für diese recht kurze Serie aussprechen. Fangen wir mit dem Setting an. Die Serie spielt in einer Zeit, in der die Menschheit gegen die Vampire kämpft. Warum eigentlich? Dies ist dem Zuschauer nicht bewusst, aber auch unsere Protagonistin Momo scheint von ihren kriegsbesessenen Landsleuten alles andere als begeistert zu sein. Anscheinend wurde dieser Konflikt über Jahre, eventuell über Generationen geführt und so verblasst die Erinnerung an die Vorgeschichte dieses verabscheuungswürdigen Krieges. In dieser Welt herrscht ewiger Winter. Auch dies wahrscheinlich ein Zustand, der aufgrund der Kriegshandlungen eingetreten ist. Menschen, die versuchen, einen friedlichen Lösungsansatz zu wählen oder sich um Waffenstillstand bemühen, werden verachtet. Stattdessen verschanzt man sich lieber in einer Stadt, die durch den Lichtturm geschützt ist. Es gibt in dieser Welt eine Technologie, ein spezielles Licht, mit denen man die Kreaturen der Nacht, die Vampire, vernichten kann. Und diese Lichtbarriere schützt die ansonsten sehr trostlos wirkende graue Stadt. Eine Stadt, in der Musik verboten ist. Ja, unter den Menschen ist das Musizieren verboten. Denn dies ist die Kultur der Vampire. Tatsächlich erfahren wir im Intro, wie es ursprünglich zur Idee kam, Musik zu verbieten. Doch ganz im Ernst, es schmerzt mit anzusehen, wie die Menschheit sich selbst einschränkt und ein elementares Stück Kulturgut cancelt. Genug vom Setting, kommen wir lieber zu den Charakteren. Momo, die braunhaarige Protagonistin mit dem Topfhaarschnitt, will diese traurige Umgebung, dieser traurigen und kriegstreiberischen Gesellschaft entkommen. Denn nichts und schon gar nicht ihre Mutter, die Kommandantin der Eisernen Stadt, hält sie noch hier. Und so nutzt sie den Zeitpunkt eines Vampirangriffs auf die Stadt aus, um zu entkommen. Gemeinsam mit der schlanken, weißhaarigen Vampirkönigin Fine, die während des Angriffs Momo über den Weg läuft. Denn auch sie hat die Kriegstreibereien der Vampire satt, sehnt sich nach Versöhnung der beiden Parteien, doch muss feststellen, dass selbst sie in ihrer Position machtlos ist. Momo und Fine fliehen deshalb, zunächst planlos, gemeinsam aus ihrer Verantwortung, ihrer Heimat und ihrem damaligen Leben. Und so beginnt eine Selbstfindungsreise unserer beiden Protagonisten. Ihre Traumvorstellung, einen Ort zu finden, in denen Menschen und Vampire in Frieden gemeinsam leben können. Dabei kommen sich die beiden emotional auch ein Stück weit näher. Doch ihr persönliches Glück muss viele Hürden überwinden. Der eisige Winter,
die Soldaten, die Momo wegen Verrat verfolgen. Der Vampir Allegro, der versucht, die Vampirkönigin zurückzuholen. Doch nicht nur äußere Umstände machen unsere Protagonisten zu schaffen. Denn die Schatten aus der Vergangenheit unserer Vampirkönigin nagen an ihrer Psyche. Und das biologische Verlangen nach frischem Blut, welches Fine jedoch unterdrückt und ablehnt. Das Glück unserer Protagonisten in dieser stark charakterorientierten Geschichte steht unter keinem guten Stern. Doch was für eine Art Geschichte will Vampire in the Garden uns erzählen? Es wird viel Fokus auf die Protagonisten gelegt, weniger auf die Ausarbeitung der Welt. Denn die Geschichte konzentriert sich nicht darauf, einen zufriedenstellenden Lösungsansatz der Kriegsparteien aufzuzeigen. Es möchte nicht die Hintergründe dieser Welt erläutern und es wird auch nicht politisch. Wäre bei 5 Folgen auch eine schwierige Angelegenheit. Nein, uns wird gezeigt, wie 2 Personen, ein Mensch und eine Vampirin, die über die Situation anders denken, gegen den Strom schwimmen und schlussendlich mit ihrer Gesellschaft brechen. Wie 2 Personen aus unterschiedlichen Lagern versuchen, ihr persönliches Glück zu finden. Es erzählt das Schicksal von Momo und Fine, das Einzelschicksal dieser beiden jungen Frauen in diesem Setting. Uns erwartet dementsprechend kein Heldenepos, keinen Sieg der Vampire, keinen glorreichen Sieg der Menschheit und auch keinen Friedensschluss. Es erzählt eben nur das Schicksal von Momo und Fine. Es erzählt eine sehr nüchterne, aber auch an einigen Stellen herzerwärmende Geschichte, die das Hauptgenre Drama wirklich verdient hat. Das Bild und die Musik tun ihr Übriges, um den Zuschauer in die entsprechende Stimmung zu versetzen. Doch zu Beginn spart es mit den Soundtracks, was vielleicht aufgrund des Musikverbotes sogar beabsichtigt sein könnte. Das Bild ist oft dunkel gehalten. Verständlich, da Vampire sich nicht gerne direkter Sonnenstrahlen aussetzen und daher nicht freiwillig in die Sonne treten. Aber es gibt auch Momente, wo das Auge des Zuschauers auf die unberührte und strahlend weiße Schneelandschaft blickt. Und gerade in Szenen, wo das Bild dann eine warme, rötliche Farbe annimmt, können unsere 2 Protagonisten für einen kurzen Moment die Strapazen ihrer Flucht vergessen. Vergessen, wie grausam die Welt um einen herum ist. Und sie können musizieren, Klavier spielen und singen. Dinge, die Momo aufgrund der auferlegten Verbote der Menschen nicht durfte. Und es hilft. Es hilft ihr und auch Fine, Schmerzen zu überwinden. Ein noch nie genutztes Ventil, um Emotionen loszuwerden oder auch zu entdecken und auszudrücken. Ich meine, wir kennen es, wie Musik unser Alltag beeinflussen kann. Musik ist spirituell. Musik ist Kultur. Musik verbindet und kann heilen. Musik hilft dabei, Emotionen zu verstärken oder auszudrücken. Und in diesem Fall kann Musik Momo ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Musik scheint eine leitende Thematik in dieser Serie zu sein. So fällt einem zum Beispiel auf, dass mit dem Namen Fine, unserer Vampirkönigin, auch bei Liedern das Ende markiert wird. Allegro, auch ein Begriff. Allegro, der Vampir, der den Auftrag hat, Fine zurückzuholen, da sie die Königin ist. Allegro, soweit ich weiß, bedeutet es in der Musik einen schnelleren Takt. Man kann aus sehr einfachen und geradlinigen Geschichten, wie wir sie hier doch mit Vampire in the Garden vorliegen haben, viel hineininterpretieren. Haben die Namen eine gewisse Bedeutung für die Handlung? Oder spielen sie doch keine Relevanz?
Die Produktionsschmiede von Attack on Titan und Serve of the End, Wit Studio, hat mit der fünfteiligen Netflix-Originalserie Vampire in the Garden eine kurze, geradlinige Geschichte präsentiert. Ein Drama, der das Schicksal zweier Personen folgt, die gegen den Strom schwimmen. Dem Menschen Momo und der Vampirin Fine. Eine Geschichte, die in Ansätzen die Grundstruktur aus Romeo und Julia nutzt und in sein eigenes Setting verpackt. Zugegeben, die Serie könnte anspruchsvoller sein, aber sie will es nicht. Es bietet mit der richtigen Erwartungshaltung aber genau das, was es zeigen will. Und so kann ich die Serie empfehlen. Und auch wenn ich kein Fan von Binge-Watching bin, so bietet es sich doch bei Vampire in the Garden an. Denn die 5 Episoden aneinandergereiht sind gerade mal so lang wie ein Spielfilm mit Überlänge. Wer also eine Geschichte braucht, welche ruhiger erzählt wird, Wert auf Drama legt und weniger auf Action, der ist hier genau richtig. Leute, verabscheut keine Vampire. Es sind auch Geschöpfe Gottes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Hier auf Otaku Explorer.